Hey Papa, was machst du da? Ich baue heute ein Fußballstadion. Hast du überhaupt Ahnung von Fußball? Ich glaube, ich habe Ahnung von Fußball. Pass auf, frag mich mal. Wie lange dauert dein Fußballspiel? 22 Minuten. Wie viele Spieler sind in deiner Mannschaft? 90. Wer ist gerade Europameister? Europameister ist Bayer Leverkusen. Okay, Papa. Letzte Frage. Ja, Was komm. ist ein Strafschuss? Strafstoß? Wenn du was falsch gemacht hast? Dann kommt der Schiedsrichter und gibt dir eine Kopfnuss, oder? Okay, Papa. Tagesausbildung, grüße euch. Eigentlich wollte ich was Militärisches machen, aber dann hat meine Mama mir was geschenkt und dann dachte ich mir, baust du das hier? 233 Teile. Die Düsseldorf-Arena aus Klemmbaustein, aus normal großen Klemmbaustein. Das hat sie gekauft bei Lidl. Da sind jetzt aktuell heute Morgen demnächst, ich glaube, alle deutschen EM-Stadien zum Bauen verfügbar. 9,99 Euro, 9,95 Euro. Also nicht mal 10 Euro ist ein Lidl-typischer Schnapper. Wobei ich gerade sehe, dass Lidl sich hier nirgendwo verewigt hat als. Nö, gar nicht. Keine Ahnung, hier steht auch nicht mal. Bla 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 bla. Ob das von Playtiv Clippies ist, egal. So sieht es aus. Ja, ich habe mir die Düsseldorf Arena nicht ausgesucht, die hat meine Mama ausgesucht. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte sie gar nicht ausgesucht, denn seid mir nicht böse, liebe Düsseldorf-Fans, aber das ist kein hübsches Fußballstadion, oder? Jetzt mal Butter bei den Fische. Es gibt ja auch von der Firma Briggs Fußballstadien. Da habe ich ja zum Beispiel die alte Försterei gebaut. Da gibt es ja auch das Olympiastadion, die Arena auf Schalke, das Frankfurtstadion und der Club vom HSV. Also hier Hamburg soll auch noch kommen. Die haben die Lizenz für die Bundesliga-Stadien und das hier ist die Lizenz für die UEFA Euro 2024. Die wird dann wieder extra vergeben und deswegen war das wahrscheinlich so möglich. Ja, ich sag mal, preistechnisch haben die hier schon gewonnen. Also 233 Teile, 9,95 Euro, 99 ist einfach ein Schnapp. Ne? Wir werden jetzt mal uns hier mal reinschauen. Upsala. Ja, ich würde sagen, ist gut gefüllt. Ne? Passt. Ding, ding, ding. So. Aha. Wir haben hier. Das ist der Zettel, wo drauf steht, dass du dir Zeug nicht fressen sollst. Und das ist die kleine Anleitung, wie ich es zusammenbauen soll. Und da kommen sie auch schon raus. Wir haben. Zwei Aufkleber. Einmal UEFA Euro 2024 und den oberen, den ihr nicht erkennen könnt, ist das Spielfeld. Da geht der Punkt wieder an Bricks. So, ansonsten sieht die Anleitung so. Moment, wird hier ausgegraut oder wird entsättigt? Ich glaube, es wird entsättigt. Ne? Könnt ihr mal reinschauen. Ich tippe mal, es gibt keine Bauabschnitte. Bauschritte haben wir insgesamt. Oh, sogar eine Teilliste. Nicht schlecht. Oh Gott. 31? Ey, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bauschritte auf zwei Seiten. Geht voran, würde ich sagen. So, wir haben hier eine Grundplatte. Die ist auch extra eingepackt. Und die schlägt auf jeden Fall eine Beule. Okay, wir bauen zusammen. Und wir haben hier einen Druck. Aha. Manufactured under Lizenz bei OWIM, Made in China, bla bla bla, so UEFA. Naja, jedenfalls die UEFA sagt hier, dass wir ein ziemlich geiler Verein sind und wir das hier lizenziert haben und wir wahrscheinlich dafür richtig Geld bekommen haben. Gut, dann baue ich das jetzt hier mal zusammen und dann gucken wir uns mal die Düsseldorf-Arena an. Falls Düsseldorf-Fans unter euch sind, wie hieß denn die Düsseldorf-Arena früher, bevor es Mode war, für viel Geld den Namen von Arenen zu verkaufen? Schreibt es hier mal rein und ich baue jetzt mal los. Düsseldorf Arena ist fertig hier im Euro 2024 Look. Ja. Da gibt auch eine Dreiviertelstunde. Das baut sich wirklich ganz einfach schnell weg. Hier ein bisschen Architecture-Style. Habt ihr das jetzt gesehen? Ich muss mal gucken, weil mit dem Fokus. Fokus. Hier oben das Dach, das können wir. Das ist einfach mal aufgelegt und dann habt ihr ein. Blick ins Innere, da würde jetzt ein Aufkleber raufkommen mit den Markierungen eines Spielfeldes. Habe ich nicht drauf gemacht. Und der zweite Aufkleber, der würde hier über zwei Fliesen kommen und da würde dann UEFA Euro 2024 Düsseldorf Arena stehen. Finde ich in diesem Fall ja nicht so schlimm, denn vielleicht Fans von,
Wer spielt da? Fortuna Düsseldorf? Spielt noch ein anderer Verein, Fußballverein dort im Stadion? Schreibt es mir gerne rein. Der nicht unbedingt Euro 2024 draufstehen haben will, der kann einfach die Fliesen wegnehmen oder sich bei entsprechenden Aufkleberdruckern einfach Fortuna Düsseldorf draufdrucken lassen und kann das sich dann hier raufmachen lassen. Puh, ein Teil habe ich übrig geblieben. Ein Teil ist übrig geblieben, beziehungsweise habe ich übrig. Und zwar eine 1x1 Fliese, die ist hier oben. Und diese Fliese, die immer in diesen Lidl- beziehungsweise Playtest-Sets hier beiliegt, genau. Hier steht aber diesmal nicht Delta drauf, sondern das ist eine Lizenz von UEFA gemacht ist in Neckarsulm, Germany, CE-Zeichen, bla bla bla. Hier drinnen in diesem Don't Eat the Bricks Warnhinweis-Pamphlet steht nochmal drin, das sind wirklich die, heißen die Delta, ich will mal Delta Sports sagen, heißen die Delta Sports? Doch, Delta Sport Handelskontor GmbH sind der Importeur, Inverkehrbringer für Lidl. Auch gebaut ist dieses Stadion jetzt wirklich keine Schönheit. Das erinnert mich auch so ein bisschen an so eine Art Kongresscenter. Das könnte auch sein, ne? So eine, das ist bestimmt auch eine Multifunktionshalle, oder? Oder ist das ein reines Fußballstadion? Kann man da was anderes drin machen? Ich entschuldige mich jetzt schon für mein mangelndes Fachwissen über die Düsseldorf Arena. Anleitung ist gut. Also man kriegt zusammen, nur zum Anfang, wenn ihr diese Grundplatte habt, die übrigens zum Anfang sich arg durchgewellt hat, also man konnte sie wirklich runterdrücken und ist sie hochgesprungen. Durch das Bebauen hat sich das jetzt gegeben und sie ist, wie gesagt, hier Plan. Genau, man fängt, sehr witzig, das erste Teil wird der Aufbau, das ist übrigens die bedruckte UEFA-Fliese, ne? Damit ihr auch gleich wisst, hier UEFA, ja, okay, gut, die baut ihr hier auf und ich hatte echt, ich habe auch die Brille auf und es ist so dunkel. Als es denn entsättigt ist, kann man es einfacher erkennen, aber hier die Fliesen zu zählen und dann zu gucken, den Anfang zu finden, ist für jemand, der nicht mehr so gute Augen hat, nicht so einfach. Aber ey, ich sag mal, Abbauschritt 3 ist es dann, ist es easy, ne? Da ist jetzt auch nichts Besonderes. Ihr fangt von unten an, stapelt nach oben. Da ist nichts Überraschendes bei. Das Einzige, was ich hier jetzt wirklich noch ein bisschen pfiffig finde, wie der Don Mattocino immer so gerne sagt, ist dieses abnehmbare Dach, das hier so schön drinnen liegt. Sieht super aus. Ja, Qualität der Steine ist, ich würde einfach rotzfrech behaupten, sehr gut. Die haben eine hohe Klemmkraft. Ne? Ist jetzt bei diesen, wenn ihr hier so viele 1x1 Steine ranbringen müsst und die auch zwischenpressen, ist das manchmal ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber es hat mir Spaß gemacht. Und ich sage es gerne nochmal und doch tut mir wirklich leid, liebe Düsseldorf-Fans. Ich weiß, ihr habt da bestimmt die schönsten Momente eures Lebens mit drin erlebt und ich möchte nicht wissen, wie viele auch unglückliche Momente ihr erlebt habt in diesem Stadion, aber es ist nicht hübsch, oder? Könnt mir ehrlich eure Meinung schreiben. So, das soll es gewesen sein. Mal gucken. Ich glaube, meine Mama hat auch noch andere Stadien besorgt oder hat die bestellt. Die kommen erst auf jeden Fall. Ja, also ich sag mal so für 9,95 € kann man nicht falsch machen. Ist schick. Stelle ich mir neben die alte Försterei. Die alte Försterei ist, ich sag mal, vom Stadion her schöner und sieht auch gebaut schöner aus. Schade, dass hier keine weiteren Stadien, ich schaue nochmal auf dem Karton, nee, abgebildet sind. Nee, 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 nee. Aber gut, freuen tue ich mich auf BVB-Stadion? Westfalen-Arena? Nee, wie hieß die früher mal? Ja, auf die freue ich mich. Die sieht auch ein bisschen farbenfroher mit dem schönen Gelb aus. HSV-Stadion, also hier Hamburg, schaue ich mir auch mal an. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich sie vorstelle, ich werde sie haben. Vielleicht baue ich sie dann für mich und habe sie dann oben und zeige sie euch nicht. Lassen wir uns überraschen. Das war ja auch jetzt spontan, weil meine Mama mit ihr geschenkt hat. Mama, falls du siehst, nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich hatte Bauspaß und ich habe ein weiteres Fußballstadion oder auch ein Kongresscenter, wie man halt will. So, das soll es gewesen sein. Eigentlich weiß ich auch schon, dass im nächsten Stadion kein Peng Peng kommen wird. Da wird, ich kann euch ja schon mal was spoilern. Moment, Moment, wo habe ich es hingepackt? Ah, da. Ah, da ist da hinten. Also gibt mir noch eine Sekunde. Das hier wird's. Also davon habe ich glaube noch ein paar mehr und daraus werde ich jetzt dann ein restliches Set drumherum bauen. Lasst euch überraschen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Donnerstag, schöne Restwoche, wann immer ihr guckt. Lasst euch nicht ärgern und tschüss.